Zum ersten Höhepunkt des heutigen Abends, die Öffnung des Fensters. Wie immer hat sich das Stadtteilbüro oder die Heike oder der Eberhard, vielleicht auch beide, viel Mühe gemacht, um das Fenster zu schmücken. Und wir sind mal gespannt, wie das hier ausschaut. Oh, sehr schön. Wunderbar. Fräulein Schott stammt auch aus Ostböhmen, wie Oma. Sie freut sich sehr über den Apfelstrudel, den ihr die Kinder überreichen. Das ist ja ein echter, ruft sie entzückt und schnuppert mit geschlossenen Augen. Und dann sagt sie mit einer traurigen Geste: Was unsere Heimküche uns als Apfelstrudel anbietet, verdient den Namen nicht. Teig und Äpfel zusammen ergeben noch lange keinen Apfelstrudel. Und noch dazu mit Hefe. Ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der allen Jauchs mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Dass ich etwas Nützliches schaffe und dieser Tag nicht verloren ist. Heiliger Gott, was du mir schickst, will ich annehmen. Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal. Ich bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge begonnen haben, mit Angst oder Schmerzen. Begleite uns, schütze uns, bewahre uns. Ich danke dir für jeden neuen Tag. Amen. Wir trinken fröhlich, frommes Kind, wir selig. Klingelglöckchen, klingelingeling, Klingelglöckchen, kling. ...2004 waren wir zum ersten Mal beim lebendigen Adventskalender dabei. Das war, ist jetzt diesmal das zehnte Mal. Und ich erinnere mich noch genau an die lustige Runde mit dem Eberhard. Für ihn, Eberhard, war das erste Mal der lebendige Adventskalender. Und dem Ernst Schurber, war eine ganz lustige Runde. Vielleicht entsinnt sich der eine oder andere K4-Zuschauer noch. Inzwischen ist der lebendige Adventskalender eine feste Institution oder Einrichtung im Kalender des Stadtteilbüros geworden. Und du bist Stammgast beim Adventskalender? Zwischen den Jahren komme ich auch noch einmal her, weil das ist ja was also da dargelegt wird oder hingestellt wird, das schaffe ich nicht an dem einen da. Deswegen habe ich ihn jetzt... war uns jetzt also auch neu, dass es auch zwischen den Jahren oder im Jahr hier kostenlos Glühwein gibt, weil ansonsten wäre der Ernst Turban nicht hier. Aber der Eberhard Roth kann es vielleicht ins rechte Licht drücken. Und ich habe gedacht, du wolltest jetzt sagen, du kommst nicht nur zum lebendigen Adventskalender, weil es den Glühwein gibt, sondern du kommst auch sonst hin und wieder im Stadtteilbüro vorbei oder zu den anderen Veranstaltungen, die wir machen, wo es... Ist ja richtig. Natürlich komme ich deswegen gerne. Ich bin gern hier, weil ich bin gern mit den Leuten zusammen. Ich finde, es ist eine schöne Einrichtung. Vor allen Dingen ist es eben schön, dass man mal wieder zusammenkommt und die Leute, dass man miteinander sprechen kann und mal was singen. Das ist doch schön. Und dann einen Glühwein bekommt. Das vor allen Dingen so als Abschlussveranstaltung zum Ende des Jahres nochmal im Stadtteilbüro. Ich meine, letztendlich ist das ja doch irgendwo ein harter Kern hier. Denn wenn ich hier so in die Runde gucke, das sind immer so die Gesichter, die ich sonst auch so sehe, oder?
richtig. Ja, letztendlich ist es ein Stammpublikum, das wir haben. Und das ist, also nicht nur Ernst und ich sind in die Jahre gekommen, sondern die anderen Besucher des lebendigen Adventskalenders auch. Aber das ist ja okay, das steht uns allen gut. Und das spricht für die Veranstaltung, wenn wir das, also ich jetzt im 8. Jahr in Folge erleben darf und davor eben schon 2 oder 3 Mal. Und so wie ich das verstanden habe, sind alle Weichen gestellt, dass es in den kommenden Jahren weitergeht. Und dann wollen wir gucken, wie lange wir das durchhalten, oder? Da tun wir alles dafür. Und ich meine, ich kann ja sagen, leider sind ja 10 Jahre jetzt weiter, weil ich war damals 50, das muss man überlegen, 50, jetzt bin ich 60. Und das heißt, die Rente steht auch schon kurz bevor. Aber das hat ja nichts zu sagen, du kommst auch als Rentner, oder nicht? Komme ich auch als Rentner. Ja. Du hättest dich jetzt nicht vor der Kamera outen müssen, dass du schon 60 bist, das wäre nicht notwendig gewesen. Nee, das ist, ich fühle mich ja nicht so, deswegen kann ich das ruhig sagen. Genau. Also wir sind jetzt auch schon jetzt im 8. Jahr dabei, wir fühlen uns auch nicht so alt, ja, ist ganz klar, man fühlt sich immer so alt, wie man ist. Nee, wie war das gewesen? Nee, es war umgedreht, gell? Ja, man fühlt sich... Wie sagt man? Nee, jetzt weiß ich es auch nicht. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, oder? Wie war das? Ja. Das heißt, manchmal älter und manchmal jünger. Genau. Mit mehr Glühwein halt älter, das ist auch klar. Okay, gut. Alles klar. Ja. Aber Rolf, ich weiß ja nicht, ob du noch Schnipsel davon reinschneidest. Dieser Filmbeitrag vor 8 Jahren, ja. Den ja jeder, der das mag, über das Internet unter kanal4.de abrufen kann, da ist er unterm Jugendcafé hier im Archiv gespeichert. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, weil wir haben uns schlapp gelacht, also während der Dreharbeiten. Und wann immer ich es mir angucke, ich lache mich schlapp über den Beitrag. Also da würde ich doch vorschlagen, dass wir einfach jetzt im Anschluss nochmal so ein paar Bilder von der Szene von vor 8 Jahren mit einblenden, weil sonst ist das alles zu theoretisch. Und dann viel Spaß dabei mit dem Rückblick nochmal. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn wir nächstes Jahr wieder hoffentlich hier dabei sind, beim lebendigen Adventskalender. For one. Genau, wie Dinner for One, wenn wir das jedes Jahr einführen. Viel Spaß. Guten Abend, hier haben wir 2 Protagonisten des lebendigen Adventskalenders und der Ernst und der Eberhard können uns jetzt dazu etwas mehr erzählen. Wer möchte starten? Fange ich an. Also ich bin der Eberhard Roth, Mitarbeiter im Stadtteilbüro und wir waren heute Gastgeber des lebendigen Adventskalenders. Und die Idee dabei ist, dass an jedem Adventstag, also die ersten 24 Tage im Dezember, an verschiedenen Orten in Hattersheim sich eine Gastfamilie oder Organisation findet, die ein Fenster schmückt und wo sich die interessierte Wohnbevölkerung, angeleitet von der katholischen Kirche, deren Idee ist es nämlich, dort davor eintreffen um 18 Uhr und dann Lieder singen und ein Gebet sprechen und ein paar andächtige Worte hören. Dann wird ein geschmücktes Fenster gezeigt und danach gibt es, also zumindest bei uns, einen Umtrunk. Das ist der erste lebendige Adventskalendertag, den ich heute miterlebt habe und ich fand es richtig klasse, weil ganz viele Leute da sind. Zu deiner Rechten steht der Ernst und ja. Ernst, wievielte Kalender war das für dich? Für mich war das der 2. Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei. Dieses Zusammentreffen ist mir mal eine schöne Gemeinschaft wieder und vor allen Dingen der Glühwein, der schmeckt auch sehr gut. Das wäre meine Abschlussfrage gewesen. Das leibliche Wohl wurde versorgt und besorgt von wem, Eberhard? Sicher, das wird von den Mitarbeitern, also hier bei uns war es die Nückert, die hat heute den ganzen Tag gewirbelt und Essen und Trinken aufgefahren. Also es ist wirklich sehr lecker. Zeigen wir hier noch den Blick. Also der hat wohl gemundet. Ja, ich danke euch 2. Ja, gerne. Wünsche euch noch viel Spaß draußen. Gell? Okay. Danke. Gottes Willen, wenn ihr das sendet. Herr Eberhard, nachdem der Ernst jetzt raus ist zum 5. Mal in die Küche, warum rennt er so oft hier raus und geht immer in die Küche? Naja, weil es da den leckeren Glühwein und für die Kinder oder Nicht-Alkoholiker, Nicht-Alkoholiker, Stoff, Nicht-Alkoholiker.